Herzlich willkommen zu einem neuen DCS-Tutorial, heute wieder zum Modul Combined Arms. Und wie ihr hier richtig seht, habe ich mir mal den Rufus geschnappt. Hallo. Und wir zeigen euch zusammen, wie der JTAG-Modus in Combined Arms funktioniert. Und damit wir da die Multiplayer-Komponente drin haben, ist Rufus, wie ihr hier gerade schon gesehen habt, in seiner A10 unterwegs. Gut, damit ihr den JTAG spielen könnt in Combined Arms, müsst ihr im Missionseditor natürlich einmal die Rolle für den JTAG freigeben. Ihr seht, der ist hier, den Slot besetze ich einmal und gehe da auch gleich rein. Und was ist jetzt der genaue Unterschied? Ich habe hier mal einen kleinen Schützenpanzer positioniert. Hier sind die Ziele. Das sind quasi ein paar Trucks und die werden wir hier einmal mit farbigem Rauch markieren, so dass Rufus die quasi visuell erfassen kann und dann mit ungelenkten Raketen drauf geht. Und dann haben wir eben hier unseren Schützenpanzer, in dem Fall ein Bradley, und hier könnt ihr jetzt mit der gewohnten Tastenkombination Alt-Graphics und J in die First-Person-Ansicht wechseln. Die Ansicht hier kennt ihr auch schon, als ich euch die Schützenpanzer vorgestellt habt. Und wenn wir jetzt einmal Taste B wie Bertha drücken, dann kommt ihr in den JTAG-Modus. Das heißt, ihr habt hier so eine Art Fernglas mit einem Visier in der Mitte. Auf der linken Seite des Visiers seht ihr einmal O, einmal R, einmal G, jeweils mit einer Ziffer 10 dahinter. Das sind die Rauchgranaten, die euch zur Verfügung stehen. Also O für Orange, R für Red, also Rot, und G für Grün bzw. Green Smoke. Und wie ihr oben rechts in der Ecke seht, könnt ihr diese Rauchgranaten mit den Tasten 1 bis 3 aktivieren und die werden genau dort gezündet, wo euer Fadenkreuz, das kleine Schwarze in der Mitte, gerade hin zeigt. In dieser Ansicht könnt ihr auch reinzoomen und rauszoomen, wenn euch ein Ziel zu weit entfernt ist. Dann habt ihr unten in dieser Zielansicht einmal die Höhe des Ziels, einmal das Heading von euch aus gesehen und einmal die Entfernung von euch aus gesehen in Metern. Die Höhe, also die Elevation in Fuß, und diese Anzeigen bekommt ihr allerdings erst angezeigt, wenn ihr den Laser aktiviert, weil er dann quasi sowas wie eine Laserentfernungsmessung macht, so wie wenn ihr mit dem Auto geblitzt werdet. Und den Laser aktivieren wir mit der Taste L und dann blinkt unten auch der Lasercode, das ist der Standard Lasercode 1688. So, und jetzt seht ihr, dort wo ihr hinfahrt, kriegt ihr eben die Höhe über dem Meeresspiegel angezeigt und die Entfernung von euch zum Ziel. Und da sehen wir, dieser erste Truck in dieser Kolonne ist ungefähr knapp 1975 Meter von uns entfernt und befindet sich auf einer Höhe von 3147 Fuß über dem Meeresspiegel. Das ist natürlich wichtig für das Flugzeug, was angreift, damit es sich, gerade wenn es dunkel ist, nicht in den Boden rammt. Und üblicherweise gibt man alle Daten für das Flugzeug, was dann letzten Endes angreift, in einem sogenannten Nine-Line-Briefing weiter. Und dieses Nine-Line-Briefing lassen wir heute aber einmal weg. Das kommt in eine separate Playlist in meinem Channel. So, dann habt ihr auch noch eine Infrarot-Ansicht, die ihr mit Z aktiviert. Die ist bei Tageslicht natürlich nicht so optimal. Ihr habt ein Nachtsichtgerät, das zeige ich euch dann in einem späteren Teil des Tutorials. Den Laser hatten wir gerade schon. Dann könnt ihr einmal den Infrarotpointer mit R aktivieren. Dann seht ihr in der Zielansicht rechts, dass da IR-Marker blinkt. Den seht ihr nur im Dunkeln und nur mit dem Nachtsichtgerät. Zeigen wir euch dann später auch nochmal. Und mit C könnt ihr zum Beispiel auch den Lasercode ändern. Setzt dann natürlich voraus, dass wenn ihr zum Beispiel eine lasergelenkte Bombe ins Ziel leiten möchtet, dafür ist es ja da, dass die Maschine, die diese Bombe abwirft, den gleichen Lasercode eingestellt hat. So,
Wir spielen ja hier quasi als JTAG. Wofür steht JTAG eigentlich? Steht für Joint Terminal Attack Controller, also quasi ein vorgeschobener Fliegerleitoffizier. Der übernimmt mehrere Aufgaben in einer, also er kümmert sich zum einen über die Überwachung des Gefechtsfeldes. Er kümmert sich um die Zielaufklärung und Zielbestimmung. Das, was wir jetzt hier in diesem ersten Teil machen. Er kümmert sich gegebenenfalls auch um die Feuerlenkung. Das, was wir euch dann im zweiten Teil zeigen. Also ein sogenanntes Buddy Lacing von einer Bodeneinheit aus. Und er kümmert sich natürlich auch um die Feststellung des Erfolgs des Waffeneinsatzes. Also da spricht man auch von dem BDA, von dem Bomb Damage Assessment, quasi wie erfolgreich der Treffer war. So, und unten vervollständigt habt ihr dann natürlich auch noch die Koordinaten, wo ihr gerade hin zeigt, in Nord- und Ostkoordinaten. So, mit Taste B verlassen wir diese Ansicht wieder und jetzt gucken wir mal in der Karte, wo Rufus gerade ist. Rufus, wie sieht's aus bei dir? Im Enemy Left-Hand Turn vor dem Initial Point. Okay. Copy, dann bist du cleared hot. Plate 1-1. Hot. So, also, Rufus kommt jetzt ungefähr aus dieser Richtung da geflogen, den werden wir dann auch gleich sehen, auch mit diesem neuen Smoke-Effekt sieht man die schon sehr weit, ich glaube, da kommt er, ja, da sieht man ihn schon. So, das heißt, wir wechseln jetzt nochmal in die JTAG-Ansicht und markieren quasi das Ziel visuell für Rufus. Das machen wir einmal mit dem roten Rauch. Da achtet drauf, dass ihr den Rauch nicht direkt auf das Ziel draufsetzt. Ansonsten sieht der Pilot das Ziel eventuell gar nicht, weil der Rauch direkt drauf ist. Okay, Knife, Blade 1-1, Smoke. So, und jetzt warten wir mal, dass Rufus das Ziel angreift. Da kommt er auch schon. So, also ihr seht, der Rauch ist wirklich gut sichtbar. Blade 1-1, attacking trucks. Knife observing. Blade 1-1, Ripple. Okay, da sind auch die ersten Treffer. Blade 1-1, out left. Knife copy. Okay. Observed one splash. Okay, das war quasi einmal die Arbeit als JTAG tagsüber mit einer gelegten Rauchsäule. Und jetzt zeigen wir euch auch nochmal den Part mit dem Buddy Lacing bei Nacht. Okay, wir haben unsere zweite Mission geladen und wie ihr seht, es ist sehr dunkel. Ich stehe hier mit meinem Observer, also mit meinem Beobachtungsfahrzeug auf einem Hang, direkt überhalb eines Sees und wenn wir mal unser Nachtsichtgerät mit der Taste N einschalten, das könnt ihr mit Alt Graphics und N auch noch ein bisschen justieren, wie ihr hier seht. Also die Helligkeit ein bisschen runternehmen oder auch wieder ansetzen. Dann haben wir dort, wo jetzt mein Fadenkreuz hinzeigt, unser Zielgebiet.
Und wir schalten wieder mit der Taste B in unseren JTAG-Modus. So, und da es jetzt dunkel ist, können wir natürlich jetzt auch den Laserspot sehen. Und zwar mit Taste L wird der Laser, wie gesagt, aktiviert. Jetzt seht ihr auch den Laserspot. Also diese Reflexion, die dann auch von Rufus in seiner A10C aufgefasst wird. Und alternativ haben wir natürlich auch noch den Infrarotpointer. Mit dem kann man zwar die lasergelangten Bomben nicht ins Ziel leiten, aber diesen Laser, also diesen Infrarotpointer, den sieht Rufus auch komplett. Also wenn ich damit irgendwo einen Himmel zeige, sieht er das von seinem Cockpit auch aus. Den schalten wir wieder aus. Und alternativ könnt ihr jetzt natürlich auch, wie gerade eben schon gezeigt, die Infrarotansicht verwenden. Ich persönlich bevorzuge das Nachtsichtgerät. Und wir verwenden jetzt, wie gesagt, gleich den Laser für das Body Lasing. Blade 1-1, Knife is ready. Blade 1-1, passing initial point. Roger. Blade 1-1, knife, lasing, stare, target area. Blade 1-1, spot. Captured command post. Knife, Roger. Plate 1-1, you're cleared hot. Plate 1-1, in hot. So, also ich habe Rufus jetzt mitgeteilt, dass ich den Laser anhabe und wo er seinen Targeting Pod ausrichten soll. Er hat den Laser auch aufgefasst. Das war dieses Brevity mit Spot und Captured. Und ich habe ihm auch gleich die Freigabe für den Angriff gegeben. Und jetzt warten wir darauf, dass er eine GBU-12 abwirft. Und danach geben wir ihm ein sogenanntes BDA, also ein Bomb Damage Assessment. Auf Deutsch gesagt, ob er sein Ziel getroffen hat oder nicht. Blade 1-1, Bomb Gun. Knife observing. Blade 1-1, Knife, Splash. Blade 1-1, Copy. So, da können wir den Laser wieder ausschalten. Ja, und das ist quasi der JTAG-Modus in Combined Arms. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss.